Herzlich willkommen bei der zentralen Studienberatung. Wir erklären die Zulassung zu bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen. An der LMU München gibt es verschiedene Zulassungsarten. Hier ein Überblick. Bundesweit zulassungsbeschränkt. Bundesweit? Ja, in ganz Deutschland gibt es für diese Studiengänge nur eine beschränkte Anzahl an Studienplätzen. Die LMU München bietet 4 bundesweit zulassungsbeschränkte Studiengänge an. Humanmedizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie. Der Studienbeginn ist für Humanmedizin und Tiermedizin nur zum Wintersemester möglich. Das Studium der Zahnmedizin oder der Pharmazie kann man an der LMU sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemester beginnen. Eine Bewerbung ist unbedingt notwendig. Und sie erfolgt für das erste Semester über ein zentrales Vergabeverfahren. Dies gilt für Deutsche, EU-Bürger und Bildungsinländer, also für Personen, die über ein deutsches Abitur oder eine weitere deutsche Hochschulzugangsberechtigung verfügen. Und man bewirbt sich online unter www.hochschulstart.de. Das Ende der Bewerbungsfristen ist zum Wintersemester der 15. Juli. Beziehungsweise für Alt-Abiturienten der 31. Mai. Das sind Personen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung vor dem 16. Januar des Bewerbungsjahres erworben haben. Okay. Zum Sommersemester ist das Ende der 15. Januar. Die Mehrheit der Studienplätze wird in 3 Hauptquoten vergeben. Aber Vorsicht! Für einige kleine Zielgruppen, darunter unter anderem Nicht-EU-Bürger, läuft das Bewerbungsverfahren für das erste Fachsemester anders ab. Sie haben Anspruch auf Studienplätze, die im Rahmen der sogenannten Vorabquoten vergeben werden. Darunter fallen auch Zweitstudienbewerber oder Personen, die sich für einen Studienplatz in der bayerischen Landarztquote beworben haben. Aber für die große Mehrheit der Studieninteressierten gilt: 30% der Plätze werden in der Abiturbestenquote vergeben, 10% in der zusätzlichen Eignungsquote und 60% im Auswahlverfahren der Hochschulen. In der Abiturbestenquote werden die Studienplätze je Hochschule an die Abiturbesten vergeben. Bewerber werden für das Bundesland gelistet, in dem sie ihr Abitur gemacht haben. Also gibt es 16 Länderlisten, die man zu einer Bundesliste zusammenführt, über die die Plätze vergeben werden. Die zusätzliche Eignungsquote macht 10% der Studienplätze je Hochschule aus. Sie werden nach Schulnoten unabhängigen Kriterien vergeben. Die Vergabe erfolgt im Rahmen eines Punktesystems. Es sind maximal 100 Punkte erreichbar. Die Verteilung dieser Punkte ist in der zusätzlichen Eignungsquote für alle 4 Studiengänge gleich. Für das Ergebnis eines anerkannten Studieneignungstests gibt es maximal 60 Punkte. Für Humanmedizin, Tiermedizin und Zahnmedizin ist das der TMS, der Test für medizinische Studiengänge. Für die Pharmazie wird der Pharmazie-Studieneignungstest anerkannt, kurz FAST. Für eine einschlägige Berufsausbildung gibt es 40 Punkte. Welche Berufsausbildung und gleich auch noch Preise und Dienste werden denn alle anerkannt? Detaillierte Listen dazu gibt es unter www.hochschulstart.de. Okay. Das Auswahlverfahren der Hochschulen. 60% der Studienplätze je Hochschule werden nach einer Mischung aus notenabhängigen und notenunabhängigen Kriterien vergeben. Lass mich raten. Die Vergabe erfolgt im Rahmen eines Punktesystems und es sind maximal 100 Punkte erreichbar. Genau. Als erstes Humanmedizin und Zahnmedizin. Die Durchschnittsnote des Abiturs bringt maximal 51 Punkte. Der Test für medizinische Studiengänge bringt maximal 24 Punkte. Eine einschlägige Berufsausbildung 10 Punkte. Preise im schulischen Kontext, zum Beispiel Jugend forscht, oder die Mathe-Olympiade 7 Punkte. Dienste und ehrenamtliche Tätigkeiten, Bundesfreiwilligendienst zum Beispiel 8 Punkte. Jetzt die Tiermedizin. Wieder Durchschnittsnote des Abiturs. Bringt dieses Mal maximal 60 Punkte. Der Test für medizinische Studiengänge bringt maximal 30 Punkte. Und eine einschlägige Berufsausbildung 10 Punkte. Und zu guter Letzt noch die Pharmazie. Durchschnittsnote des Abiturs
maximal 70 Punkte und der Pharmazie-Eignungstest maximal 30 Punkte. Das sind also die drei Hauptquoten. Bewerberinnen und Bewerber werden in allen drei Hauptquoten berücksichtigt. Noch mehr Informationen zur Zulassung und Bewerbung in das erste Fachsemester gibt es unter www.hochschulstart.de. Noch Fragen? Wenden Sie sich gern an die Zentrale Studienberatung. Wir sind für Sie hier.